hübsche Sammlung, Schlüssel zu den verschiedensten Hotel- und Motelzimmern. Etwas Normales eigentlich. Aber hat es nicht auch etwas Mysteriöses, so ein Zimmer in einem fremden Ort zu betreten? Wer hat vorher hier gewohnt? Was für Dinge haben sich hier abgespielt? Hat jemand etwas zurückgelassen und was wird einen selbst erwarten hier? In den meisten Fällen sind diese Fragen unbedeutend. Aber für Joe Bender und seine Frau Angie ist dies mehr als der Schlüssel zu einer Moteltür. Sie betreten durch ihn eine andere Welt. Mein Mann war früher ein guter Polizist, aber die Jahre auf der Straße haben ihn hart und feindselig gemacht. Und vor kurzem verlor er einem jugendlichen Kriminellen gegenüber die Nerven. Er wurde suspendiert. Und so schlimm das auch war, konnten wir dadurch endlich mal wieder etwas Zeit miteinander verbringen. Ich wollte weiter an Joe glauben, aber der Polizeidienst hatte ihn verändert. Er war nicht mehr der Mann, den ich geheiratet hatte. Haben Sie ein ruhiges Zimmer? 23. Gleich um die Ecke. Sie wusste nun, wer Joe war. Ich wünschte, ich wüsste es. Denn auf einmal geschah etwas äußerst Sonderbares. Hey! Joe! Was ist los? Ich dachte, ich hätte... Mein Gott, hast du dich irgendwie verletzt? Das ist Blut. Ich konnte Joe nicht überreden, das Zimmer zu wechseln. Er ließ nur das Blut wegwischen. Ich fühlte mich sehr unbehaglich. Ah! Was ist passiert, Joe? Er wollte, dass ich meine Waffe nehme. Wer denn? Wovon redest du überhaupt? Wir sind allein, Joe. Nein, nein! Es ist niemand hier, du wirst geträumt haben. Joe! Er war hier, er stand genau hier. Wir müssen hier raus. Komm mit! Aber ich... Komm mit, aber komm Joe. Schon! Machen Sie auf! Hey! So, und jetzt sagen Sie mir, was da in unserem Zimmer ist. Mal los! Keine Ahnung, was Sie meinen! Lügen Sie mich nicht an! Ich weiß nur, was andere Leute mir erzählt haben. Und zwar? Vor langer Zeit wurde ein Mann namens William Bonnier erschossen, und zwar hinterrücks und feige. Und manche Menschen glauben, dass sein Geist immer noch hier ist. Wollen Sie mir erzählen, dass es hier spukt? William Bonnie ist an dieser Stelle umgekommen. Nicht, dass ich den Geist gesehen habe, aber eins sollten Sie wissen. Es war nicht das erste Mal, dass ich Blut aufwischen musste. Ich hole unsere Sachen, du wartest hier. Wir ziehen aus. Und Sie glauben das wirklich, das über den Geist? Das glauben eine Menge Leute. Manche sagen, er wartet auf eine Gelegenheit, um sich zu rächen. Und da ist noch etwas anderes. William Bonney wurde von einem Gesetzeshüter umgebracht. Wie wir herausfanden, ist etwas Vergleichbares wirklich vorgekommen in der Zeit zwischen den Weltkriegen im amerikanischen Südwesten. Also wahr.